Ah, stimmt. Hier waren wir stehen geblieben. Ah, ja. Und die vielen, vielen Fragezeichen. So, wir wollten uns ja erstmal um die Nebenquests hier kümmern. Und wähle jetzt einfach erstmal irgendwas aus und das machen wir dann. Oh. Diese Richtung sogar. Na, passt ja. So, aber natürlich erstmal zu dem Fragezeichen. Nicht nur, weil es näher dran ist, sondern auch, weil ich das zuerst erledigt haben möchte. Und es geht um Ertrunkene. Natürlich. Eine verlassene Stätte. Gute Nacht, ihr kleinen Süßen. Bye bye. Machen wir einmal wie üblich aus. Da kann ich ja jetzt wieder zu meinem Energy wechseln. Der vorletzte Energy. Kann später wechsle ich dann zum Wein. Wein? Doch. Na ja, zu Sekt. Sekt haben wir nur einen. Also Sekt haben wir zwei. Wein nur einen. So. Weiter. Nach vorne. Gott, ich liebe es. Ich möchte nicht. Ich möchte nichts anderes mehr spielen. Hörst du jetzt mal auf, deine Katze da umzubringen? Sag mal. Hi. Hi. Hi oder hi? Was sollte das? Wolltest du lachen oder wolltest du Hi sagen? Und jetzt kommen wir nicht mit Haifisch. Hihi, hi. Er hat Hi gesagt. Haifisch. Wollen wir Thunfisch? Das ist die Walfisch. Ich weiß immer noch nicht, was daran so witzig ist. Das ist... Mann. Frisches, du bist auch ein Walfisch. Nein, nein, nein. Okay, da kommen wir definitiv so nicht hoch. Geralt, du musst nicht bis da ganz unten. Ich bin ein Buckelwal. Ja. Weil du einen Buckel hast. Geiler Slide, ja. Das kann nur ich. Oh. Ich kriege seine Schwere. Geiler Move. Auge um Auge. Zahn um Zahn. Schwert um Schwert. Das würdest du sagen, oder? Öl nehmen wir mit. Gut, lies das Tagebuch mehr über das Schwert Coolio zu erfahren. Was haben wir hier eigentlich alles für Schwerter? Gut, keins, was wir gebrauchen können. Ich lese das jetzt alles hier mal nicht vor. Stelle Diebe beim alten Fort. Okay. Ist auf dem Weg dahin irgendwo.
Wobei, warte mal. Erst hier und dann da. Dann können wir nämlich hier die Fragezeichen mit abarbeiten. Schlagen dann so zwei Fliegen mit einer Klatsche. Ein Zyklop. Oh, Alter! Aber er hat nie einen einzigen Schlag gemacht. Geil. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Harte Zeiten. Ja, gut. Wir verfolgen hier gerade eine andere Quest. Irgendwo da unter. Ah, hier. Oh. Oh, yeah. Oh. Eure Erscheinung. Beziehungsweise mehrere Erscheinungen. Weil viele der Belohnungen lohnen sich jetzt, glaube ich, auch gar nicht mehr so. Denn jetzt eher in diese Richtung. Wobei, warte mal, wir könnten auch unser treues Ross holen. Hallo Plötze. Wir mischen einmal die Kühe ein bisschen auf. So. Nachdem ich auch endlich herausgefunden habe, wie man... Was war das? Ach, Endre jagen. Okay. Jetzt nichts, was ich unbedingt töten würde. Was sich lohnt, gerade zu töten. Was soll jetzt hier sein? Hier ist was. Aber sie ist verschlossen. Okay, und wir haben auf jeden Fall einen neuen Sattel gekriegt. Ja, aber... Doch, die schlechte ist. Oder? Doch, ja. Schlechter. Warte mal. Panikstufe.
Das ist ja tausendmal besser. Das ist schlechter. Das ist zwar besser, aber naja. Bis nach da unten gibt es keine versteckten Sachen. Zumindest keine, die wir bisher wissen. Kommen wir auch schon wieder auf die Straße. Nein, ich bin falsch abgebogen. Scheiße. Ich bräuchte mal ein Navi mit Sprachansage. Schneller. Ja, schneller kann Plötze gerade nicht. So, steig's jetzt mal ab. Wanderer, aber gefunden. Deine Mutter hat dich rausgeschissen. Jetzt hol dich das Grab zurück. Nein, ich glaube nicht. Ist der schnell. Von euch will ich nichts haben. Die Harpien haben hier ihr Nest. Da ist Plötze. Ach, und das hier ist das Harpiennest. Okay. Ich hab hier einen. Gut, okay, dann sollen wir mal das Tagebuch lesen. Mal wieder. Jetzt hör doch mal auf, deine Katze immer sterben zu lassen. Die arme Katze. Das tut der Katze auch weh auf Dauer. So. Also irgendwann hole ich mir auf jeden Fall mal so eine Nackenrolle. Bin gemütlicher. Im Stream. So. Ich weiß nicht, war das jetzt? Okay, das war das Tagebuch, glaube ich. Boah, jetzt soll ich zum nächsten Friedhof oder was? Giftige Krabbenspinne. Dann auf jeden Fall erstmal nach hier. Beweg dich! Ja, dann können wir das einmal abschließen. Beziehungsweise neue Orte entdecken. Wenn das welche gibt. Ja, ich habe Katzenaugen. So.
Okay, nur da unten. Da gibt es nur beim Druidenlager was. Okay, nee, wir machen erstmal das da hinten. Mach langsam. Warte, und hier ist noch jemand mit einer Quest. Ich hätte einen Festländer heiraten können. Meinen Begleiter hat es in Fetzen gerissen. Und dann? Was dann? Nichts dann. Und was schert es euch auch? Das ist was für einen Hexer. Bitte sehr. Worum geht's denn? Um ein Monster. Es hat mich angegriffen. Mich und meinen Kameraden. Das Vieh schlitzt mir auf. Nein, nicht wir. Der Hexer. Warum den Hexer belästigen? Das war doch bestimmt bloß ein Wolfsrudel. Du hattest solchen Schiss, dass du Gespenster gesehen hast. Ich hol ein paar stramme Jungs und dann... Nicht nötig. Der Hexer macht das schon. Du lässt uns nicht hängen, oder? Fahrröhr, strunzdoof. Also gut, worum geht es denn? Erzähl. Mein Kollege und ich waren mit einem Wagen voller Felle unterwegs nach Fyristal. Plötzlich fängt was an zu kreischen. Das Pferd geht durch und dann springen lauter Monster aus den Büschen. Mein Kollege zog den Kürzeren, den haben sie sich zuerst geschnappt. Ich bin wie durch ein Wunder entkommen. Was waren das für Monster? Neckhooks, kein Zweifel. Was? Du weißt schon, scharfe Klauen, Tierschädel auf den Köpfen greifen im Rudel an. Necker? Ja genau, Necker, fast 20. Also, hilfst du mir und bringst die Bastarde um? Die Straße muss passierbar sein. Ich will sie bald wieder benutzen. Okay. Ich helfe dir. Herrlich. Hexer lassen einen nicht hängen. Im Gegensatz zu den Armleuchtern vom Clan Drummond. Oder Clan Drummond. Viel Glück, Hexer. Mach's gut. Moment. Wo finde ich dich? Was? Nach dem Auftrag. Wo finde ich dich? Oh, ach so. Hier, in der Taverne hier. Da warte ich auf dich. Gut. Bis dann. Der wartet nicht. So, aber da ist einmal noch ein Händler. Ist das Gerede? Hast du nach dem letzten Mal? Ich sehe, dass du von weit her... Ich würde mir gerne dein Angebot... Ich würde dir erstmal gerne was verkaufen. Aber wenn ich sehe, wie wenig der nur hat... Kann ich maximal so ein paar... Rüstungsgegenstände hier verkaufen. So. Nein, nein! Wenn wir auch noch Karten spielen können. Ich will keine Karten spielen, nein. Aber kannst du auch eine Axt führen? Warte mal, ich sollte doch. Okay. Wir segeln. So in der Art, ja. So. Ist zumindest mal was anderes, als die ganze Zeit zu reiten. Können wir ein bisschen Seefahrer spielen. Sind es wieder solche... Ne, Sirenen sind das.
So, komm her. Nicht gerade einfach, Sirenen zu fangen. Weil ich schlage eigentlich schon und die erwischen mich ja trotzdem immer. Vor allem, ich habe schon eine Sekunde vorher geschlagen. Hier wieder. Boah, das war knapp. Habe ich erwischt. Was ist hier? Erscheinungen. Befehl für Hexagert. Okay. Ich möchte erstmal das Monster das hier erledigen. Versteck. Ich muss es zerstören. Oh, Kacke. Meditation. Eine Stunde. Und hoffen. Jetzt haben wir Glück. Das war Glück. Mehr als Glück. Ich hoffe, wir kriegen die anderen zwei Belohnungen noch. Toll. Das habe ich jetzt nicht mehr bekommen. Aber hier ist noch was drin. Freunde der Yards, Ritter gewöhnlicher Leute. Ha, hol dich der Teufel. Danke. Gut, da werden wir auf jeden Fall noch hinkommen. Ich werde jetzt nicht alles absuchen hier explizit. Nur weil da jetzt Fragezeichen sind. Aber das, wo wir dran vorbeikommen, das werde ich machen. Geht jetzt ein bisschen an Valhalla. Also Assassin's Creed.
Das ist eine neue. Wenn man jetzt da diesen Berg runterrutschen würde. Das wäre heavy. Das wäre richtig heavy. Nicht schon wieder. Nein! Geralt! Alter! Mein armes Boot. Aua. Kacke. Das war heavy. Da. Ah, nee. Da hinten. Heftig. So. Aber wir haben wenigstens eine neue Rüstung jetzt. Jetzt ist nur die Frage, was machen wir da rein? Ich glaube, Quen machen wir auf jeden Fall einmal rein. Ab machen wir einmal rein. Und... Quen. Ne, Irden. Irden machen wir noch rein. Nee, heute spielen wir leider kein Planet Zoo mehr. Freitags ab 20 Uhr ist halt immer Witcher dran. Das nächste Mal Planet Zoo gibt es halt wirklich erst am Sonntag. So, hier haben wir noch ein paar Briefchen. Bärenschuhenausrüstung. Kriegen wir die schon? Wollen wir die Quest schon machen? Nee. Oder doch. Geht sogar schon. Eine alle Schemas der Bärenschuhenausrüstung. 1 von 7 nur. Etwas wenig, würde ich sagen. Gut, dann warten wir da, bis wir die anderen haben. Da einmal noch hin.
Das, was hier so auf dem Weg liegt, nehmen wir mit. Oh Gott. Gut, so stark beschädigt ist das Boot noch nicht. Geht also noch. Aber hat doch irgendwie was, so dieses Loch da vorne. Das ist so das einzig Störende an den skilligen Inseln. Dass halt wirklich so viele Mini-Inseln da sind. Und wirklich darauf angewiesen ist, mit dem blöden Boot zu fahren. Ist gut, das ist aber auch nervig. Wir hätten es zumindest minimal reduzieren können. Minimal. Und andere Flugmonster. Ich bin kein Fan von diesen sirenenartigen Viechern. Nicht schon wieder! Geralt! Nein, nein, nein! Da tauchen Flügel zwischen. Geh mal auf. Das ist knapp. Ich befürchte schon, dass wir bald sinken. Wie ist das wieder unter uns? Das ist tot. Oh Gott, das Boot macht bald einen Abgang. Tauchen. Kiste. Okay, war aber nicht die einzige Kiste da hinten wieder. Oh nein, da ist wieder ein Viech da oben. Ich dachte, wir hätten alle erledigt. Sie bitte schneller. Wir haben nicht mehr so viel Luft. Wie Lungenvolumen. Komm schon. Geralt. Alter, was für ein Massaker. Das Bootsmassaker von Witcher. Das ist aber mittlere Rüstung. Das ist schwere Rüstung, das können wir tragen. Nein, ich bleib bei der schweren Rüstung. So. Da könnte man zum Not ein neues Boot kriegen. Ab dann geht es eh wieder an Land. Also, aber da noch hin. Huch. Warum hat er jetzt. Na, muss ich nicht verstehen. Ja, einmal um die Insel rumschippern. Ich hoffe nur, dass wir auf der anderen Seite raufkommen. Das sieht gerade nicht danach aus, als wenn wir da irgendwo landen können. Bunker gehen können. Ich versuche, dass ich da hinten kämpfen kann, damit ich
Ah! Kann ich ja. Oh Gott, die Sicht ist halt sowas von beschissen. Ei. Oh, meinst du, macht es einfach sogar fast gut, den Weg zu schlagen. Ich glaube, die eine müsste getroffen haben. Die habe ich auf jeden Fall getroffen. Zwei sind noch da. Eine ist noch da. Komm her. Nee, es sind immer noch zwei. Nein! Da! So, wegen dem einen Viech. Hätte ich das wahrscheinlich auf dem Boot gemacht, wäre das Boot schon gesunken. Also, da, den wir gekommen sind. Du kommst jetzt mal. Ja. Warte mal, wie viel? 48. Dann reichen 40. Das hier. Da reichen 15. Ist hier irgendwas? Ach, hier könnte ich noch was reinpacken. Da kann ich Atmen mit reinpacken. Hier kann ich das einmal machen. So, da ist die Kiste. Gut, aber wieder zum Boot. Schwere Rüstung. Toll, jetzt muss ich das alles wieder neu reinpacken. Man konnte ja nicht ahnen, dass wir eine noch bessere Rüstung finden. Was haben wir jetzt drauf? Art, Irden und Quen möchte ich einmal noch mit drin haben. Ist bloß weg von diesen Gesellschaften mit den ganzen Booten. Ab nach da hinten. Auf zum Festland. Bevor wir sinken. Ich möchte nämlich nicht zurückschwimmen. Ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern, bis wir die Hauptquest weitermachen. Fürchte ich fast.
Aber ich möchte zumindest die Nebenquests, die bis Level 20 sind, eigentlich schaffen. Außer die Sache mit Gwint. Ich hab's noch mal probiert, also offline. Ich krieg Gwint nicht hin. Das ist mir zu hoch. Ich belege einfach einen Gwint-Kurs. Wie spielt man am besten Gwint? Es schneit. Ja, ich drück die ganze Zeit die falsche Taste. Ich dachte schon die ganze Zeit so, fahren wir nicht schneller? Ja, man sollte vielleicht umschalten. Bin ich alt. Wäre vielleicht sinnvoll. Es schneit. Oh, Geralt macht eine gute Figur. Beim Bootfahren. Spiegel verkehrt. Da ist der Harfen. Oh Gott, Geralt, bitte. Bitte langsam hier ranfahren. Oh. Das war nicht langsam. Das war dann doch einfach sehr hart. Quatsch. Dahin. Mal schwimmen sie einmal zurück. Soll ich dann gleich mal kurz hochkommen? Dann kann ich dir gute Nacht sagen. Mein frisch gezapftes. Danke, werde ich auf jeden Fall haben beim Runtersliden. Und danke, dass du da warst. Und ja, ich möchte. Ich möchte nur erstmal kurz den Berg bestiegen haben. Danach eile ich nach oben. Nicht runterfahren, nicht runterfahren, nicht runterfahren, nicht runterfahren. Kleine Entdeckung. Also. Vom Level her klein. Zum Abschluss noch mal ein bisschen bringen. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Ja, sehr gut. Also einmal halten bitte. So. Ja, dann mache ich nochmal eine ganz kurze Mini-Pause. Ich sage ganz kurz meinem Herzblatt gute Nacht. Und dann bin ich gleich wieder da.